Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Mini Motorways. Heute geht's weiter mit Peking. Baueinstraßennetz mit dem Peking, mit dem Pekings Millionen Pendel pünktlich zur Arbeit kommen. Du hast eine. Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Mini Motorways. Heute geht's weiter mit Peking. Baue ein Straßennetz, mit dem Pekings Millionen Pendler pünktlich zur Arbeit kommen. Let's go. Mal schauen, wie viele Punkte wir jetzt hier erreichen können. Am Anfang ist ja alles immer recht easy und sollte kein Problem sein. Aber das kann sich ja recht schnell wieder ändern. Zweimal rot. Da sage ich nicht nein. Das Interessante ist ja auch immer, dass bei jedem Spieler alles wieder anders sein kann. Ich glaube, abgesehen vom Anfang, also vom ersten Haus und ersten Store, ist, glaube ich, alles immer gleich. Aber alles, was danach kommt, ändert sich. Kreisverkehr oder Brücken. Brücken sind jetzt noch nicht so wichtig. Von daher ein Kreisverkehr finde ich gut. Okay, wir könnten jetzt eine Kreuzung machen oder wir machen doch einfach gleich in den Kreisverkehr hin. Genau. Das sieht doch ganz gut aus. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es dann wahrscheinlich besser, die roten abzukapseln oder also einfach beide Farben abzukapseln. Damit es da keine Kreuzungen gibt in den Farben. Damit das Ganze dann auch gut rauskommt. Und dann nehmen wir mal Ampeln. Einfach so zur Sicherheit. Passiert gerade nicht ganz allzu viel. Okay, da hat sich ein Store abgegradet. Dem kann man leben. Rote Autos haben wir auch noch auf Vorrat, was ganz gut ist. Eine Autobahn. Sofort. Zum Beispiel könnten wir jetzt schon gelb mit der Autobahn
einzeln führen. Aber ist bis jetzt noch nicht nötig. Okay, interessant. Da muss Grün jetzt hiermit über diese Straße fahren. Wait a second. Blau. Ja, jetzt fängt's schon an. Machen wir mal so. Läuft bis jetzt ganz gut. Kann ja allerdings auch noch nicht ganz so viel schief gehen. Ein Kreisverkehr. Nehme ich da gerne wieder. Wenn es hier unten mit Blau und Grün ein Problem geben sollte, könnten wir eine zweite Straße ziehen, dass eine Farbe über eine andere Straße ausweichen könnte. Okay. Das ist jetzt irgendwie nicht so nice. Gut, lasse ich das mal so und schauen und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das hier funktioniert mit dieser komischen Kreuzung hier unten. Okay, Gelb hat. Jetzt kommt hier noch Weiß dazu. Was auch über diese Straße hier fahren müsste. Könnten wir hier eine Abzweigung machen? Ich glaube, diese Straßen hier, wenn sie so in diesem Winkel sind, sind besser. Da ist der Verkehr weniger verlangsamt. Okay, jetzt ist hier unten schon recht ein Getümmel, wie ich finde. Aber das lässt sich wohl irgendwie schlecht verhindern. Brücke, Kreisverkehr. Jetzt könnten wir für Weiß hier eine Brücke machen, dass die mit Rot angebunden sind. Obwohl, das geht nicht, nee. Also, ja doch, wird schon gehen. Nämlich so.
können wir Weiß über diese Strecke hier fahren lassen. Dann haben wir die aus dem Weg. Sodass die mit Rot diesen Weg nehmen. Tourist in Peking. Gerade ein Achievement erhalten. Sieht bis jetzt ganz okay aus. Die zwei sollten eigentlich diesen Story Roben schaffen. Und die vier für hier unten. Blau. Könnten wir eigentlich auch anders anschließen. Aber ist im Moment nicht nötig. Nee. Lass ich mal. Okay, das hier ist zwar eigentlich auch doof, wenn das hier zwei Brücken braucht. So. Blau lässt sich irgendwie hier oben schon etwas Zeit, wie auch hier. Bin ich jetzt nicht so ein großer Fan davon. Aber jetzt beruhigt sich das Ganze wieder etwas. Hier sieht es nach einer Ampel aus. Okay, Weiß kommt jetzt hier noch hin. Dann können wir die eigentlich so mit anbinden. Brücke oder Ampeln. Ich glaube, Ampeln sind hier wichtiger. So sieht bisher zumindest so aus. Okay, das hier ist jetzt gerade ein kleines Problem. Den Highway habe ich keinen mehr. Weiß und Rot kommt sich hier recht in die Quere. Rot muss hier hin und Rot muss hier nach oben. Weiß kommt von hier. Aber das ist auch schlecht, eine Doppelkreuzung. Könnte man vielleicht irgendwie so lösen, dass die hier dann mehr Fläche haben, weiß ich. Mal schauen, wie das geht. Ob das irgendwie einen Unterschied macht. Eine Ampel wird aber trotzdem gut. Die Roten, die wir nach oben müssen, können hier schon abfahren. Dann haben wir hier weniger Verkehr, was gut ist. Weiß lässt sich gerade noch recht gut Zeit, eigentlich. Okay, grün ist jetzt scheiße hier oben. Die müssen eigentlich jetzt über diese Straße hier kommen. Mal schauen, wie das hier klappt. Das hier ist der einzige Knackpunkt bis jetzt. Grün muss auch nach hier unten. Weiß könnten wir eigentlich nach hier oben führen. Zumindest das eine Fahrzeug. Das eine Haus, meine ich.
Okay, wait a second. Was passiert jetzt hier gerade alles? Okay, das grüne Haus da drüben ist egal. Hier ist jetzt noch gelb. Gelb können wir von hier oben mitnehmen. Und nach hier führen. Genau. Okay, hier ist jetzt noch weiß mit angebunden. Habe ich gar nicht gesehen. Sieht ganz in Ordnung aus. Das hier unten läuft eigentlich auch geschmeidig weiter. Und Harry für hier ist gut. Rot braucht nichts. Bei Weiß könnten wir irgendwie... Ja, langsam müssen wir mit Weiß etwas machen. Die könnten von hier jetzt einen Harry nach hier oben gebrauchen. Das ist sonst... nicht ganz so gut enden wird. So. Gut. Sollte eigentlich gut gehen, weil hier unten spawnt recht viel Weiß. Was gut ist für hier oben. Okay, mittlerweile könnten wir zwar ein paar abzwacken. Okay, ne, geht nicht. Hier unten ist das Spielfeld Ende. Sonst hätten wir die nach unten lenken können und hier den Highway bis ganz nach drüben nehmen. Aber geht bis jetzt noch nicht. Hier läuft's gut mit dieser Kreuzung. Da läuft's auch ganz gut. Da haben wir mit Gelb ein Problem ein bisschen. Mit Gelb müssten wir mit einem Highway irgendwie hier auch anknüpfen. Wie auch hier oben. Könnte man so machen. Vielleicht nützt das irgendwie was. Sieht so aus, als ob das was bringt. Okay, langsam wird es wieder etwas schwieriger. Weiß, 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 weiß. Könnten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Für diese zwei Stores. Und 1, 2, 3, 4, 5 für diese zwei Stores hier nehmen. Wenn wir wieder Straßen haben, sei gesagt. Okay, hier haben wir mit Rot ein Problem. Könnten wir natürlich auch von hier oben mit einem Highway runterziehen. Wenn wir denn einen Highway hätten, habe ich aber im Moment nicht. Gelb schafft es ja auch nicht unbedingt ganz gut. Aber weiß könnten wir hier natürlich den Highway sparen. Aber ich habe eh keine Straßen.
Das war jetzt vielleicht ein Fehler. Rot ist hier ein Knackpunkt. Rot ist nicht gut. Wir müssen Rot wegkapseln von den Grünen hier. Denn sonst wird das hier wirklich zum... Ja, wird es auch. Ja, jetzt läuft schon der erste Timer. Nicht gut, nicht gut. Und hier müssen wir halt wegnehmen, die Straße. Wie auch die. Grün muss jetzt zwar hier nach unten. Würde das was bringen? Ich denke nicht unbedingt. Könnten wir natürlich so machen und auch noch so. Vielleicht bringt das was. Mal schauen. Nur müssen wir jetzt hier irgendwie wieder zu den Weißen kommen. Die gerade der rechten Don im Auge sind. Ja. Nice. No, genau ein Stück fehlt. So. 30 Straßen oder eine Autobahn? 10 Straßen. Come on, Rot. Wir müssen fast Rot mit einer zweiten Autobahn noch anbinden. Das wird hier nichts. Irgendwie von hier oben. Das wird sonst gar nichts. Rot endet uns sonst im Verhängnis. Yo. Shit. So. So sollte es besser gehen, glaube ich. Oh shit. Alter, Schwede, Schwede, Schwede. Wo wollt ihr jetzt alle hin, Leute? Ja, Rot ist jetzt auch noch hier oben, das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Und Rot hat hier keinen großen Grün ist jetzt auch noch in der Misere. Wo kommt das rote Auto dort oben? Grün fährt jetzt natürlich das meiste unten rum. Obwohl die eigentlich nach hier oben auch noch müssten. Eigentlich müssten zwei nach unten, zwei nach oben. Obwohl ja hier mehr grüne Autos gebraucht werden.
900 Punkte. Ja, den Kreisverkehr. Vielleicht sollten wir hier irgendwie einen Kreisverkehr einbauen und dann gleichzeitig die beiden Autobahnen anschließen. Aber irgendwie geht das hier nicht. Könnte vielleicht jetzt mein Tod sein? Grün ist hier oben Schritt am Machen. Ich könnte irgendwie versuchen, Blau hier rumzulenken. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Die Blauen vielleicht von hier unten nehmen. Was passiert hier? Holy moly, Macaroni. Der rote hier fährt natürlich auch noch von für diese Straße. Aber Geld muss ja auch dort sein. Funktioniert das so? Keine Ahnung. Werde ich gleich sehen, ob das so funktioniert. Aber Rot ist jetzt auch hier unten, was ein Riesenproblem ist. Denn der hat jetzt gar niemanden, der ihn beliefert. Oder wir machen es halt so. Aber dann hat Rot einen mega langen Weg. Wird schwierig, wird schwierig. Grün hier oben bringt uns einfach um. Grün bringt uns um. Die haben einen mega langen Weg. Ich glaube, das war's schon mit dem Grün hier. Und die Roten müssen wir auch noch anschließen irgendwie. Aber ich habe keine Straßen mehr. Puh. Los, schwemmt alle aus. Kommt schon. Bitte, irgendwie. Ein Peking-Pendler. 1000 Punkte. Ob das irgendwie noch reicht, ist schwierig zu sagen. Auch hier haben wir ein Riesenproblem. Die Grünen sind uns hier irgendwie ein Dorn im Auge.
Ich glaube, das war's schon, wie es aussieht. Grün könnten wir vielleicht irgendwie noch retten. Allerdings hier unten ist es wohl schon zu spät. Ja, das war's dann schon. Fuck. Game over. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 74 Tagen zusammen. 1071 Pendler waren in dieser Zeit auf den Straßen unterwegs. Ja gut. War halt auch einfach recht doof mit den Spawns, würde ich sagen. Vor allem diese Straße hier unten mit den ganzen Weißen ist recht doof. Ja. Und Rot hier in der Mitte, aber alle Rote sind hier irgendwie am Arsch von der Welt. Das war's dann wohl mit Peking. Ja gut, da habe ich aus Versehen meine Aufnahme pausiert, da ich eigentlich meine Cam ausblenden wollte, aber das nicht funktioniert hat. Naja, gut, Peking 1071 Punkte, nicht unbedingt viele Punkte erreicht, finde ich. Hätte besser laufen können. Genau. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das nächste Mal Tokio an und hoffen, dass es dort vielleicht besser läuft. Mal schauen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.